My name is Monica Fotescuta and I'm dancing Mariana's role. So my name is Emily Nguyen and I'm doing Valerie in the ballet. And my name is Dmitry Semyonov, I'm dancing Alfred. For me, it's first time when I work with Xin, and first time I will dance with Dortmund Ballet. And here's very nice atmosphere. We work a lot, but I enjoy every minute. Es geht in dem Ballett von Xin Peng Wang um die Atmosphäre einer Stadt. Und Wien hat eine sehr schöne Atmosphäre, die hat auch Johann Strauss sehr schön eingefangen. Dieser ewige Walzer, der in Wien in der Luft liegt. This is very interesting that everybody thinks Strauss music, and of course there is so much waltz when we hear the music first time. It's like waltz and come another waltz and another waltz. And, but because we have a story, and we follow the story, and the movements are really like breaking. They are so in contrast. I think it's so interesting because it's another way to dance the waltz. Nein, ich kann Walzer tanzen. Wir können das bereits, wenn wir aus dem Mutterleib rauskommen, dann trinken wir mal eine Tasse Kaffee, rauchen eine Zigarette, tanzen mit der Hebamme einen Walzer und dann gehen wir in den Brutkasten. Also ein Wiener, der nicht Walzer tanzen kann, der verliert irgendwann einen Reisepass. Sie müssen sich nur anschauen, wie Menschen in Wien auf der Straße gehen. Diese Menschen gehen anders. Es ist in Wien wirklich so, als würde ständig dieser Soundtrack dieses Walzers durch die Gegend tönen. Und dann haben Sie auf der anderen Seite in Wien eine sehr entrische Gegend, nennen wir das. Das sind Regionen der Stadt, aber auch der Wiener Seele. Die ist sehr dunkel, die ist sehr düster, die ist melancholisch. Yeah, the skeletons is my friends, and actually it was, I think, the first thing which I saw when I came to Ballet Centrum, because it's there in Ballet Studio. I was like, wow, hello, guten Morgen. Und diese dunkle Seite des Wieners, wo der Walzer zurücktritt und kakophon wird, das ist Alban Berg. Und so gehört Johann Strauss und Alban Berg. Diese Musik gehört absolut zusammen. Quality of music and orchestra, you will feel like open ball in Vienna. But the image is, it's also a bit opposite because the music is very alive and nice, but actually in the piece we are all dead and we come from the grave. We all come from the grave. So. Yes, the costumes are also in a big contrast with what you see in Vienna. Wir erzählen die Geschichte der
Marianne eines einfachen Bürgermädchens. Sie ist mit dem Fleischhauermeister Oskar, einem biederen, braven Mann, verlobt, aber trifft den windigen Alfred. Sie verliebt sich in ihn, sie kriegt ein Kind von ihm, sie wird von ihm verlassen und sie kehrt wieder dorthin zurück, wo sie aufgebrochen ist, nämlich wieder zu ihrem Oskar. Die Rahmenhandlung ist, dass Marianne schon vielmal auf diese Welt zurückgekommen ist, vielmal eine zweite Chance bekommen hat, alles anders zu machen und wieder dieselben Fehler begeht. Denn ich glaube, das ist ja das Wesen unseres Lebens, dass wir immer wieder dieselben Fehler begehen. Und in Wien begeht man jeden Fehler mindestens 3-4 Mal, bis man drauf kommt, dass man eh nicht anders kann, als diesen Fehler zu begehen.